Guten Morgen. Morgen. Aaron, Kati. Was steht heute an? Eine Bootstour. Genau, Kati, wo sind wir? In der Hallungbucht. Auf Kreta eigentlich. Joscha, wie seid ihr gelaunt? Sehr gut. Yeah. Uns fehlt ein bisschen Kaffee, aber ansonsten sind wir guter Dinge. Und werden heute die Inseln. Wir machen heute eine Tagestour in die Halongbucht, werden Kajak fahren, in einer Lagune chillen. Monkey Island besuchen. Affen mit Boreos füttern. Eine Fischfarm besuchen. Raubtieraffen. Also von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr volles Programm. Ja. Aber worauf wir uns besonders freuen, ist die Bootsfahrt. Ja, genau. Wir wollen hauptsächlich die schöne Natur der Gegend erkunden. Yeah. Also, bis dann. Ciao. Das Boot. Jetzt geht's aufs Boot. Hier ist das Boot, das ist unser perfekt englisch sprechender Naturguide. Sehr sicher. Sehr sicher. Jetzt auf dem Boot. Das ist nice. Kajak fahren. Die erste Etappe war Kajak fahren. Ja. Und dann immer Fische bewundert. Genau. Aaron und ich sind zu zweit gefahren und Kati hat noch einen anderen Begleiter gehabt. Man muss sagen, wir haben uns alle gut geschlagen, auf jeden Fall. Hat auch Spaß gemacht. Richtig amüsiert. War nicht so ein nerviger Programmteil, den man abarbeiten musste. Das war wirklich geil. Echt Spaß gemacht. Man konnte ganz nah an diese kleinen Inseln da ran. Und auch durch so ein paar Höhlen sind wir durch. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine gute Synchronisation geleistet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir so ein paar Fische gezeigt bekommen. Fand ich nicht so spektakulär. War ganz lustig. Schöne Fische. Hatten so viel Platz wie im Aquarium. Ja, leider. Ja. Ist doch gut, die schwimmen einmal durch, dann haben die vergessen, dass sie da drin sind, dann schwimmen die wieder zurück. Das sind nur Goldfische. Das waren solche Riesenfische. Ja, ich denke schon, dass die schlauer sind. Ja, fast so schlau wie ich. Weiter? Jetzt geht's weiter. Jetzt wird geschwommen. Ich hab so Bock. Genau, jetzt wird geschwommen. Wir sollen jetzt vom Boot springen. Ja. Und ins Wasser hüpfen. Und dann? Wir werden auf jeden Fall eine Filmaufnahme von Katis Kopfsprung machen. Kopfsprung ins Wasser. Oh, Kati. Machen. Wir feuern sie an. Ja. Das ganze Schiff, ne? Animieren alle, dass sie in Karte schreiben. Ja. Marco, auf jeden Fall ist unser Guide der Hammer. Er ist so lustig. Ja. Er ist ein richtiger Coach. Er hat auch eine Trillerpfeife und der ruft sein Team immer wieder zusammen. Ja. Und erzählt auch gute Geschichten, die er mit dem ganzen Körper verdeutlicht. Ja. Also er spricht fucking gut Englisch. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall alles sehr gut. Ja. Genau. Kaffee haben wir auch bekommen. Zwei. Süß. Tschüss. So, Aaron, wo sind wir jetzt? Barlins. Ja. Auf Monkey Island. Auf Monkey Island. Wir gehen jetzt klettern und Affen besichtigen.
hier gibt es Affen, aber ja, die Affen sind fies und wir sollen uns von den Affen fernhalten. Es gibt scharfkantige Felsen, auf die wir klettern werden und uns jederzeit verletzen können. Und Affen, die nach uns schnappen und beißen. Ja. Rot. Rot. Alles. Großartig. Wir freuen uns. Ich hätte das nicht sagen sollen. Bewegung. Es ist ein Video. Ja, es ist geil hier. Guckt euch das Aussicht an. Guckt euch diesen Berg an. Genial. Wenn ihr Berg überlebt, sind am Strand. Zurück. Mit allen Körperteilen. Kati war viermal so schnell wie wir. Speedy und Kati. Wir haben uns alle. Don Speedo. Das ist schön. Alle sind wohl auf. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja. Mega Spaß. Ich nicht. Ich habe hier einen Stein. Mit Stein, Affe. Stein. Wasser. Wasser. Inselfeeling. So, und hier sind sie dann jetzt auch, unsere Freunde. Oder auch eigentlich nicht Freunde, die Affen. Doch Freunde. Freunde. Ja. Freunde. Freunde. Eigentlich schon. Okay. Aber so ein paar Spinner sind auf die Idee gekommen, Übermenschen, mit Oreos zu füttern. Mit Oreos zu füttern. Ja. Und ihnen Bier zu geben und Zigaretten. Und jetzt sind sie ganz verdorben. Ich würde auch Bier finden. Oh. Ich bin ein berühmter YouTube-Star. Ich spiele Streiche im Internet. Jetzt esse ich etwas und springe den Baum nach oben. Lecker Fanta. Fanta. Jetzt hätte ich Lust auf. Jetzt hätte ich Lust auf Touristen. Oh mein Gott. Jetzt wird er gleich ein Baby verschwinden. So. Und jetzt kommt. Die sind so groß, sie können sprechen und sie wollen uns aufessen. Was wir eben gesehen haben, ist, wie ein Rudel von Affen einer Gruppe von weißen Touristen die Köpfe abgebissen hat. Und ja, dann haben sie sich ihre iPhone 11 Pros geklaut. Und damit Selfies gemacht. Und damit Selfies gemacht. Und auf Instagram gestellt. Und die Selfies auf Instagram gestellt. Ja. Und dann kam der eine Affe und hat uns seinen YouTube-Channel gezeigt. Und gesagt, er ist ein berühmter. Hat gesagt, er ist ein berühmter Prankster. Und wenn wir möchten, können wir ihm ein Like dalassen. Ja. Dann würde er auch nicht unseren Kopf abbeißen. Haben wir dann gemacht. Ja. Deswegen sind wir noch hier. Mit ja. Kopf. Easy. Das ist der Abschluss. Der Abschluss von unserem Katbar-Aufenthalt. Wir sind extra on top of the mountain, neben einem Sendemast. Und gestern haben wir unsere Tour gemacht und wir müssen sagen, diese Tour war absolut amazing. 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 War toll. Ja. War richtig krass. War also ich würde das mit das Beste eigentlich. Für mich persönlich tatsächlich das Highlight der Reise bisher. Ja, war richtig geil. War schön. Also wir hatten gestern auch einen Synapsenmassaker gehabt und mussten alle erstmal zwei Stunden schlafen. Aber wir hatten vor allen Dingen echt Glück mit dem Wetter. Ja. Heute hat es geregnet, so aber gestern war es einfach mild und sonnig, nicht regnerisch. Ja. Ja, wir waren Kajak fahren, richtig schön in den Höhlen. Wir waren schwimmen. Sind vom Boot gesprungen mit epischen Stuntaufnahmen. Haben eine Insel besucht, wo es Affen gab. Ja. War einfach ganz toll. Ja, sind geklettert.
die Affen. Und war einfach durch und durch. Und der Guide war toll, also es war eine richtig schöne Erfahrung. So ein einwandfreies Englisch gesprochen. Ja. Hallo. Ja, und da waren wir auch ziemlich kaputt danach. Genau. Und dann haben wir noch gefeiert. Dann haben wir sogar noch, gefeiert, haben ein paar Bierchen getrunken, Kathi und Margarita getrunken und gedanced haben wir auch. Abgedanced haben wir. Ich bin fast abgeschleppt worden. Ja. 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 Dann haben wir lang geschlafen heute. Genau, und haben jetzt unsere Weiterfahrt geplant nach Hachiang. Ganz im Norden, also wir fahren jetzt quasi vom Meer im... Was sind wir denn hier? Ja, Meer, bei der Tonkin-Bucht. Genau. Ja, jetzt geht's hoch und in zwei Stunden startet unsere aufregende Busfahrt. Genau, 10 Stunden in den Norden des Landes. Das ist direkt an der chinesischen Grenze. Wir wissen noch nicht so genau, was uns erwartet, aber wir haben Aaron eingebucht in ein Hostel mit sechs Schwedinnen im Mehrbettzimmer der Aaron, die sich schon jetzt mit Prosecco auf Aarons Ankunft vorbereiten. Um 4 Uhr morgens vorbereiten. Genau, so sieht's aus. Also, das war's mit Kat Bar. War schön hier. Ja, war echt wunderbar. Ja, tschüss. Tschüssi. Tschüss. Hallo. Wir wollten nur kurz berichten. Wir wollten nur kurz berichten, dass wir die größte Glückswahl, den Glückstreffer der Welt mit diesem Bus gemacht haben. Dieser Bus ist so großartig. Zuerst bin ich ganz erschrocken, weil ich in diesen Standard kleinen Dingern da hinten gelegen habe. Und dann konnte ich nicht mal meine Beine ausstrecken. Und dann ist Kathi auf die Idee gekommen, dass wir einfach nach hinten gehen. Und jetzt sind wir hier hinten auf der Räuberbank. Und hier ist ein Kuschelparadies mit komplettem Ausstecken und perforierten Decken für uns. Und es ist mega angenehm. Es ist richtig angenehm hier. Da hinten liegt der Aaron. Hier liege ich. Und Kathi kann sogar mit mir kuscheln. Da ist übrigens das Fenster, genau. Also wir sehen auch noch raus, wir haben noch eine tolle Aussicht. Wir warten jetzt noch auf 10 Schwedinnen. Die auf der Rückbank sich mit Aaron zusammenkuscheln.